Flashback. YouTube News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonniert, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zurück zu WhatsApp Feedback. Und ihr seht, ich habe noch kein passendes Intro zu WhatsApp Feedback. Das ändert sich vielleicht noch. Ich hoffe auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal zum eigentlichen Thema, denn es geht natürlich um Dead Adam und ihre gerade neu erschienene EP Chrome. Ey, ich gehör hier doch ähnlich. Viel zu fly, es gibt wenige, die mir ähnlich sind. Ich fühle mich nicht wohl hier, denn ich bin anders. Ich baue mir die Zeitmaschine, die Trunks hat. Oder klau mir die Reckenschattel der NASA. Egal wie, ich flieg ins Space und mach nen Abgang. Die Jungs sind wohl gerade die meistgehypten YouTuber überhaupt. Und dabei wollen sie ja eigentlich gar keine YouTuber mehr sein, sondern ernstzunehmende Musiker. Und ob das schon ganz gut klappt oder nicht, das möchte ich in diesem Video etwas beleuchten. Dazu muss ich natürlich sagen, ich bin kein Musikexperte oder so ein Shit. Ich sag einfach, was ich dazu denke und ihr könnt ganz andere Meinung dazu haben. Das finde ich cool, deswegen, wenn ihr eine Meinung dazu habt, rein damit in die Comments. Aber wer oder was sind Dead Adam eigentlich? Die meisten von euch wissen es, für die, die es noch nicht wissen. Dead Adam sind Tuttle, Adi und Marley. Alles YouTuber, die sich zu einer Rap-Crew zusammengeschlossen haben und nun Mucke machen, die auch außerhalb von YouTube Erfolg haben soll. Auf der EP findet ihr 6 Songs der Jungs, die auf iTunes gerade mal 3,99 € kostet. Das ist ein echt fairer Preis. Das musikalische Genre ist Cloud Rap und was Cloud Rap genau ist, kann ich euch nicht erklären, denn heute ist der erste Tag, an dem ich jemals davon gehört habe. Inhaltlich sind die Songs alle anders, dann aber auch irgendwie wieder nicht und die Themen, die besungen werden, die sind eigentlich auch nichts Neues. Dafür ist der Stil aber total neu. Ich für meinen Teil habe so etwas in der Art noch nicht mal gehört im deutschen Raum. Rap-Profis sagen da wahrscheinlich, ey, du bist ein Spaß, so neu ist es doch nicht. Wenn man denn aber mal betrachtet, dass es ja eigentlich YouTuber sind, dann ist es wirklich was komplett Neues. Sowas gab es von YouTubern noch überhaupt nicht. Dead Adam merkt man an, die wollen Kunst machen. Die wollen etwas machen, was nicht jeder macht. Und das schaffen sie auch. Was ich persönlich eigentlich ganz lustig finde, ist, die Jungs möchten ja komplett anders sein, einen anderen Stil haben. Alles soll anders sein und das macht sie ja irgendwie zu Hipstern. Also im Prinzip sind sie YouTube und Rap. Hipster. Was den Inhalt der Songs angeht, da kann man sagen, jo, das kann sich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Zum Teil sind es Sachen wie Hater, fickt euch, wo ich mir denke, oh Gott, geht mir nicht auf den Sack. Dann, was ich ganz, ganz schlimm finde, wir sind die Geilsten, keiner kann uns angreifen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Dann gibt es auch noch Parts, wo einfach total belanglos dahergerappt wird. Was ich persönlich auch schade finde, weil die Jungs auf jeden Fall Inhalt vermitteln können. Und das habe ich gedacht, tun sie auch, ist aber nicht unbedingt der Fall. Was die Musik an sich angeht, muss man einfach sagen, der Marley, der hat es total drauf. Das ist alles geil abgemischt, das hört sich alles total crazy an. Und das finde ich erst einmal richtig, richtig gut. Sie arbeiten viel mit Autotune. Das ist allerdings nicht gemacht, weil sie es nicht anders können, sondern es ist ein Stilmittel. Und viele sagen ja, zu viel Autotune, das mag ich nicht. Das ist wohl einer der größten Kritikpunkte bei vielen. Palmen ziehen an uns vorbei. Alle Blicke auf uns, denn keiner hier ist so fly. Puste rauf in die Luft, ey, keiner hier ist so high. Fahr Deck runter vom Wagen, stell mich auf die Sitze und schrei. Ich muss allerdings sagen, ich finde es ziemlich cool, auch diese komplett verzerrten Stimmen, die man teilweise fast nicht wiedererkennen kann. Das ist schon was Besonderes, was den Style auf jeden Fall besonders macht. Der Flow und die Betonung ähneln an einigen Stellen ziemlich dem von Crow. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, zumindest erinnert mich das stark daran. Die Jungs möchten ja eigentlich gar keine YouTuber mehr sein, die möchten jetzt ja über ihre Musik definiert werden und am Anfang, muss ich zugeben, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Mittlerweile allerdings, doch, mittlerweile denke ich, das kann wirklich groß werden. Und das denkt sich wahrscheinlich auch ihr Management, denn sie sind bei einem Management, die ziemlich große Künstler unter Vertrag haben. Zum Beispiel Tim Bensko und ich glaube sogar Motrip ist auch dort. Der nächste Schritt von Management-Seiten her wird also ganz klar sein, die Jungs auch kommerziell erfolgreich zu machen, was ziemlich sicher auch gut funktionieren wird. Denn auf iTunes sind sie jetzt schon krass am Rocken, denn sie sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Albumcharts jeweils auf der 1 gelandet. Was sich zur Musik noch sagen lässt, man hat durchgehend das Gefühl, dass es auf ziemlich viel Gras entstanden ist. Im zweiten Song, Session nennt sich dieser, wird darüber gesungen, wie gekifft wird und zwar wie relativ viel gekifft wird und ich glaube tatsächlich, dass dieser Song auch auf Gras am meisten Spaß macht, denn er ist ziemlich slow, man kann mitwippen und chillen. Alle Songs, die sie machen, sind eher so chillig. Da ist kein mega Party-Song bei, keiner, der mega rockt oder sowas. Es ist alles relativ slow. Man kann dazu nicken. Ich glaube, auf den Konzerten
von den Jungs, da wird alle werden da komplett stoned sein. Zumindest wirkt es so. Die Jungs versuchen aber eigentlich auch gar nicht zu verstecken, dass sie Gras rauchen. Zumindest rappen sie so oft darüber, dass man das Gefühl hat, das ist eins der wichtigsten Bestandteile ihres Lebens. Wir hang mit der Sprizzle und dem Granddaddy Hammers Fly. Ich flieg über LA mit den Jeremys und BBC steht auf dem Sweater. TJ ist Green Goddess Member und hat mehr Zeit in dem Shop verbracht als die Green Goddess Händler. Ich bleib bei der Klick, du bist erst down mit uns, wenn du high mit uns bist. Von den 6 Songs gefallen mir 3 besonders gut. Das sind 700 Main Street, Forest und UFO. Es gibt eigentlich nur einen Song, den ich gar nicht mag, und das ist Mizzets. Der ist für mich inhaltlich total, oh wirklich, ey, über Hater labern, ne? Geht mir mega auf den Sack. Und da gefällt mir der Beat auch nicht so wirklich. Session ist halt ultra der Drogensong. Und DFA, das ist die Abkürzung für Dead Fucking Adams, ist ein cooler Start, macht Laune. Allerdings geht mir da das Rapper auf und sagt, dass sie die Besten sind und dass sie keiner angreifen kann. Das ist so, oh, das geht mir bei jedem Rapper oder bei jedem Künstler auf und sagt, wenn man sich irgendwie über alle anderen stellt und meint, ich bin der geilste Ficker der Welt, das ist totaler Bullshit. Es gibt immer jemanden, der bessere Musik macht, erfolgreicher ist, whatever. Die große Frage ist natürlich, weil sie halt so viel bearbeiten in diesen Songs, funktionieren sie live, funktionieren sie auf der Bühne? Das ist etwas, das will ich unbedingt rausfinden. Jetzt bei den Video Days sind sie auch mit dabei in Berlin, da werde ich es denn sehen. Ich hoffe doch, tatsächlich muss ich zugeben, als Stadl das letzte Mal bei den Video Days aufgetreten ist, da fand ich seine Performance leider ziemlich schlecht. Ich habe es halt von oben gesehen und ich habe immer nur gedacht, ey, der Junge tanzt auf der Stelle und rappt in sein Mikro rein. Im Internet sah das Ganze dann besser aus, aber für mich als Zuschauer, der schon viele Konzerte besucht hat, war das keine gute Bühnenperformance. Jetzt bleibt natürlich zu hoffen, dass das Ganze besser wird und dass die Jungs nicht nur Studiomusiker sind, sondern auch live performen können, denn alles andere, das wäre halt schon ziemlich doof auf jeden Fall, vor allem für sie. Zusammengefasst kann ich sagen, ich finde die EP richtig gut. 3 Songs gefallen mir sehr gut, 2 finde ich okay und einer gefällt mir gar nicht. Das gehört dazu, das ist normal. Und für 3,99 auf iTunes kann man wirklich nicht meckern. Die EP kann man sich auf jeden Fall geben. Rap-Style-technisch ist das mal was ganz anderes. Ich kenne das so noch nicht. Und von daher, ey, top. Und für YouTuber sowieso, hat man so noch nicht gesehen. Finde ich gut. Und ich glaube wirklich, dass die Jungs, die können auch groß werden. Und das sehe ich jetzt schon, dass die bald ziemlich groß sind im Musikgeschäft. Und was mir auch wichtig ist, ist natürlich eure Meinung. Und deswegen habe ich euch auf Twitter gefragt und ihr habt wirklich total verschiedene Antworten geschickt. Die einen finden es total geil, die anderen sagen, es ist zu viel Autotune und wieder andere sagen, dass es einfach nicht ihre Musikrichtung ist und wieder andere sagen, das Ding ist scheiße. Es gibt einfach total viele verschiedene Meinungen, die ich super interessant finde. Und was man auch ganz klar sagen kann, ist, das Ding polarisiert momentan unfassbar. Es gibt einen krassen Hype und das pusht die Jungs natürlich nochmal gerade extrem. Jetzt möchte ich natürlich direkt von euch wissen, wie gefällt euch die EP Chrome von Dead Adam? Wenn sie euch gefällt, gebt unbedingt einen Daumen nach oben und wenn sie euch nicht gefällt, dann gebt einen Daumen nach unten. Und wenn ihr eure Meinung noch begründen wollt, dann schreibt gerne einen Kommentar hier unten hin. Ich freue mich darüber sehr und lese das Ganze auch. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit diesen beiden Videos. Vielen Dank fürs dabei sein. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und das nächste Mal mit dabei sein. Ich wünsche euch eine grandiose Zeit auf YouTube. Schaut euch nicht zu viel Blödsinn an. Genießt die Musik und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, peace and out. Bye.